Wir eröffnen diesen Abschiedsgottesdienst für Martin Friesen im Namen des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Apostel Paulus ist in seinem Leben immer wieder auf Widerstand gestoßen, Unfälle, Verfolgungen, Verleumdungen durch Menschen. Ja, er spricht sogar von einem Stachel im Fleisch. Etwas, das ihn zu schaffen macht, sehr sogar. Und in diesen schwierigen Situationen hat er seinen Trost in folgendem Bekenntnis gefunden, das Gott ihm gegeben hat. Und wir lesen dieses Bekenntnis, diesen Trost in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 und ihr findet den Vers auch auf der Karte, wo er sagt, und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich allerliebstens rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Liebe Anni, liebe Ewald, Renate, Uwe, Gerda, Norbert, Annette mit euren Familien. In dieser Stunde des Abschieds, in dieser Stunde des Kummers, des Leids, schenkt uns diese Aussage, dieser Vers, den ihr habt drucken lassen, Trost und Kraft. Wir wissen, dass Ehemann, das Vater, das Großvater, das Urgroßvater die Gnade Gottes erleben durfte und immer noch darf. Heute, wenn wir auf sein Leben zurückschauen, auf die 82 Jahre, welche er hier auf Erden verbracht hat, dann können wir sagen, Gottes Gnade ist in seiner Schwachheit mächtig gewesen. Und dasselbe können wir auch sagen, wenn wir auf die letzten Tage zurückschauen, wo Gottes Gnade übergroß war. Denn er hat Onkel Martin das ewige Leben geschenkt, in der Herrlichkeit bei ihm. In seiner Schwachheit, in der Stunde des Todes, da wo er nicht mehr gegenkämpfen konnte, da hat sich Gott um ihn gekümmert. Und möge dies uns in der Gewissheit stärken. Und in dieser Gewissheit wollen wir diesen Abschiedsgottesdienst feiern, zu guter Erinnerung und Gott zur Ehre für seine Güte und Gnade. Wollen wir gemeinsam beten. Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus kommen wir zu dir. Und danken dir, dass du gut, barmherzig und gnädig zu uns bist. Gerade dann, wenn wir nicht weiter wissen, gerade dann, wenn wir an unseren Grenzen stoßen, da merken wir, wie abhängig wir von dir sind und wie wenig wir eigentlich bewirken können und wie wir ganz von deiner Güte, von deiner Leitung abhängig sind. Und du führst uns den rechten Weg und du meinst es gut mit uns. Und du hast es auch mit Martin gut gemeint, als du ihn zu dir gerufen hast in die ewige Heimat. Du ihn geschenkt hast, in welchen er Zeit mit seiner Familie verbringen durfte, mit seiner Frau Anni, mit seinen Kindern,
mit seinen Großkindern, mit seinen Urgroßkindern. Er hat seine Familie geliebt. Und das war Gnade von dir, dass er diese Familie haben durfte. Aber nun war seine Stunde gekommen, wo du ihn gerufen hast. Und auch das ist Gnade. Denn wir wissen, dies war nicht der Schlusspunkt, sondern der Übergang zu etwas Besserem. Nichtsdestotrotz schmerzt es, Abschied zu nehmen. Und wir bitten dich für die Familie. Gib du ihnen Trost, sei du mit ihnen und stärke sie, besonders in dieser Stunde, wo sie Abschied nehmen von Onkel Martin. Führ uns durch diesen Gottesdienst, möge er zu deiner Ehre gereichen. Das bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ein Lied, das Onkel Martin zu seiner Jugendzeit gesungen hat, ist das Lied »Hier auf Erden bin ich ein Pilger«. Und die Strophen, die passen so wunderbar zu dem, was unsere Realität als Menschen ist und darstellt. Die erste Strophe besingt oder besagt zum Beispiel, hier auf Erden bin ich ein Pilger und mein Pilgern währt nicht lang. O lass mich ziehen zu jenen Höhen, wo Friedenspalmen auf ewig wehen. Und dann in der Strophe 3, in dem Lande, zu dem ich gehe, mein Erlöser ist das Licht. Da ist kein Kummer und kein Verderben, da ist kein Irren und auch kein Sterben. Er ist in diesem Land bei seinem Erlöser. Wir singen das Lied als Chor. Zum Einstieg wollen wir erst einmal unsere herzliche Anteilnahme bekunden. Wir haben euch bis jetzt persönlich nicht begrüßt, wir sind eben angereist. Mein Name ist Andreas Friesen.
Der letzte Bruder in der Familie Friesen ist gegangen. Jeder Mensch stirbt nun einmal so ganz persönlich. Das wird man nie gewohnt. Niemand stirbt am Fließband. Wenn Gottes Stunde schlägt, ist der Mensch dran. Als ich Martin noch am Vortag besuchte, war es abzusehen, was der Herr mit ihm vorhatte. Seine Sterbensstunde war am Kommen und in der Nacht darauf verschied er dann. Dieser Dienst, liebe Familie, das ist ein Vorrecht für mich. Wieso kann ich das sagen? Martin und ich hatten immer eine besondere Beziehung. In den 60er Jahren ging ich in die Vereinsschule in Loma Plata. An den Samstagen ging ich oft nach Ebenfeld zu Fuß, etwa 9 Kilometer, um bei Martin, der jung verheiratet war, Pehinstrauch auszuhacken. Ich kriegte 30 Guarani pro Stunde. Nach 4 Stunden Arbeit bekam ich pünktlich meine 120 Guarani ausgezahlt. Die Reisen waren nicht mit eingerechnet, denn Brennstoff brauchten meine Beine nicht. Auch wenn sich unsere Wege später trennten, wir hielten immer zueinander. Er nannte mich früher kleiner Bruder und ich nannte ihn mein großer Chef. Und das waren so unsere Namen. Die Familie hat mir den Text aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30 zugeschickt. Ich lese ihn. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe schenken, erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft, das heißt brauchbar und angenehm, und meine Last, meine Bürde ist leicht. Das ist ein seltener Text für eine Beerdigung, nicht ein seltsamer, ein seltener. Wieso kamen Sie auf dieses Wort Jesu? Ganz einfach, so habe ich verstanden, so haben Sie Ihren Vater immer empfunden und erlebt. Demütig, sanft, gelinde, überlegt, sich zurückgezogen, wenn es wo Auseinandersetzungen gab. Mit anderen Worten, diesen Text hat dieser Vater in seiner Familie verkörpert. Und wahrscheinlich alle gewissermaßen auch diesen Charakter mitgenommen. Das ist ein gutes Zeugnis, wenn die Kinder diesen Text wünschen. Ich glaube, unsere Kinder würden einen anderen Text wünschen. Nicht einen schlechteren, auch nicht einen besseren, nur einen anderen. Aber schön, wenn sie wünschen. Jetzt gehen wir ein bisschen an die Arbeit, diesen Text. Ich habe mich mehr an den Text gehalten, als viel auf Beerdigung zu kommen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe schenken. Fritz Rienicke, ein Theologe, legt das so aus, als Jesus diesen Satz sagte, kommet her zu mir alle, die ihr beladen seid. Das waren wirklich alle damals lebenden Menschen. Auch die, die Jesus hassten und nicht hassten. Alle. Kommet her zu mir. Die ihr müde und beladen seid. Also sicherlich werden nicht alle kommen, denn wer sich nicht müde empfindet, wer sich noch stark findet, wird ja nicht kommen. Und auf alle Fälle auch die, die ihn nicht als Sohn Gottes angenommen haben, nicht verstanden haben. Die Menschen damals waren müde von all den Satzungen, von den Schriftgelehrten, die vorgeschrieben waren. Gesetze und nochmal Gesetze und immer wieder Unruhe.
Schuldgefühle, Angst, Angst vor den Römern. Und jetzt sagt Jesus auf einmal, kommt her zu mir. Ja, jetzt hängt das ganz davon ab, ob sie ihn als den Sohn Gottes erkennen oder nicht. Zu einem kommen kann jeder, das ist alles, sind Menschen mit zwei Beinen und so weiter. Das war eine ganz andere Situation, als wenn wir heute diese Predigt bringen. Aber Jesus sagt, bei mir werdet ihr Ruhe finden. Bei mir werdet ihr einen tiefen Frieden erleben. Jetzt will ich einen Satz dreimal lesen. Diese Ruhe will ich euch schenken. Zweitens, diese Ruhe werde ich euch schenken, nicht andere. Und drittens, diese Ruhe will ich euch schenken, nicht Aufgeregtheit. Das ist hier der Anspruch, der Ausruf Jesu. Die innerlich und äußerlich müde Menschen, die wollte Jesus vor sich haben und er wollte, dass sie ihn annahmen, dass sie ihn in ihr Herz aufnehmen, dass sie sich bekehrten würden und sagen, und dann geht's los. Müden Menschen wird die Ruhe in Christus angeboten. Bruder Martin Friesen war lebensmüde. Warum soll man das hier nicht sagen? Wir alle kannten ihn. Lebensmüde sein ist keine Schande. Es gibt zwei Arten von Lebensmüde, lebenssatt oder lebensmüde. Lebensmüde vom Leben oder lebenserfüllt. Abraham starb alt und lebenssatt. Ob das jetzt lebensmüde oder lebenserfüllt war, sinnerfüllt, ist was anderes. Aber er hat es so oft auch gesagt, dass er gerne gehen würde. Und dann sitzen wir so beiseite und versuchen das nachzuvollziehen in uns, was er gemeint hat. Genau solche Menschen haben oft diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Ich wundere, ob all die Menschen, die so in den Status stellen, okay, das Ganze in Pass, ob die überhaupt wissen, wenn die da Copiado, Pegado machen, was sie damit meinen. Das schreiben ja alle, werde ich auch schreiben. Que tipo de Pass? Das ist dieser Friede, dieser ewige Friede, den Jesus anbietet. Aber hier im Text spricht Jesus nur denen diesen Frieden zu, die zu ihm kommen und sich ihm ausliefern. Er differenziert hier. Zweitens, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Und hier wird das interessant. Erst sagt er, kommt alle. Dieser Gedanke jetzt ist mir neu, ich muss ihn nochmal überarbeiten, aber dies ist auch der Gedanke von Fritz Rinecker. Er sagt, kommt alle zu mir. Dieser zweite Satz ist nicht mehr für alle. Dieser zweite ist nur für die, die schon gekommen sind. Ihr, die hier vorne steht, die ihr meinen Ruf angenommen habt, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Hier standen, wollen wir mal bildlich sprechen, hier standen oder saßen die Müden, die auf Jesus vertrauten. Ihr werdet Ruhe finden. Was hier jetzt interessant ist, scheint mir, unser Herr fordert nichts, ohne sich vorher geschenkt zu haben. Er sagte, hier habt ihr mich und jetzt sind Beziehungen da, Weinstock, Rebe, Rebe, Weinstock, dann geht's los. Erst werden die Beziehungen hergestellt, die 10 Gebote in dem Alten Testament, das ist ein Liebesangebot, eine Liebeserklärung von Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann gibt er sich. Und dann sagt er, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Erst schenkt er sich. Er sagt, er kommt. Und dann sagt er, ihr, die ihr gekommen seid, jetzt fängt es an. Jetzt fängt diese Ruhe, dieser Friede an. Dieser Vers richtet sich also an diese Gruppe.
Bruder Martin genießt diese Ruhe jetzt. Wir noch nicht diese. Wir sind noch am Lernen. Und dieser Text sagt ja auch, lernet von mir. Solange wie wir leben werden, werden wir lernen. Wer nicht mehr lernen will und hinzulernen, auch von Jesu Leben, der hört auf, motiviert zu leben. Wir werden nie immer ein Lehrer, der nicht auch noch lernt. Ein Lehrer ist ein Lernender. Wir haben erst ausgelernt, wenn der Herr uns in seine Arme einschließt. Dann heißt es hier, selig sind die Sanftmütigen. Was sind die Sanftmütigen für Menschen? Denn die Bibel sagt, die werden das Erdreich besitzen. Das ist eine Predigt separat, da will ich jetzt nicht übersprechen. Aber die Bibel sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Hier spricht er von Sanftmut und hier spricht er von Demut. Und genau das wurde mir auch gesagt durch Uwe, dass ihr Vater sanftmütig und demütig erlebt wurde. Das ist ein sehr gutes Zeugnis. Ich habe eine Erklärung gelesen, mit der kann ich leben, das heißt so, oder die heißt so, im Herzen erlebt der Mensch diese Demut. Diese Demut ist eine innere Haltung. Und was diese Haltung im Herzen gebiert, was sie zeugt, das kommt raus. Und das nennt man Sanftmut. Also ein demütiger Mensch, der von Herzen demütig ist, nicht Minderwertigkeitskomplexe hat, sondern der ganz selbstlos ist, und dann dient er und dann kommt dieses raus. Das ist ein sanftmütiger Mensch. Deshalb sagt Jesus, ich bin von Herzen demütig. Ich bin nicht äußerlich demütig. Ich erinnere mich an eine Geschichte, was von Sanftmut angeht, als ich junger Prediger war. Dann brachte ich in der Predigt, ich weiß schon nicht welches Thema, draußen stand eine alte Oma, mit verkrüppelten Händen, Rheuma, und die begrüßte mich da. Und dann sagte sie zu mir, Andreas, predigen kannst du gut, jetzt musst du dir noch das Trösten lernen. Diese Frau hatte in 20 Sekunden zu mir mehr gesagt, als ich zu ihr in 30 Minuten. Trösten lernen ist eine ganz große Aufgabe. Sie hatte von meiner Predigt wahrscheinlich nichts gehabt. Und das, ich glaube, dieses Gespräch vor der Tür hat mir eine Lebenswende gegeben. Denn wir sind am Lernen. Diese Kinder verabschieden jetzt sich von einem Vater, der sie wahrscheinlich, ich denke mir das hier mal so aus, weniger mit vielen Worten erzogen hat, als durch seine innere Haltung. Vorgelebt, was Jesus hier sagen will. Gegangen, eine Heimat, eine Sehnsucht. Mein Vater war an der Paratode, an der Pharmacia und verlangte Medizin mit 63 Jahren. Dann fragte der Apotheker ihn, was er wünsche. Und also hat er gesagt, ich wünsche, nach Hause zu gehen. Ich habe eine Sehnsucht nach oben. Und eine Woche später war er unter der Erde. Hier hat sich was Positives erfüllt. Liebe Freunde, wollen wir nicht glauben, dass jetzt sanftmütige, demütige Menschen das viel leichter haben als einer, der ewig spricht. Die verinnerlichen viel, verdrängen auch auf viel und haben nicht den Mut, das auszusprechen, was sie aussprechen möchten.
Ich weiß es noch nicht von ihm, aber ich weiß nur aus Erfahrung und aus der Arbeit, dass es diese Menschen auf sich schwer haben. Diese Ruhe, diese friedliche Ruhe, war ein ganz neues Thema auf der Welt. Wir haben die Bibel schon lange. Uns geht das, glaube ich, lange nicht so tief wie damals. Dann noch das Letzte an diesem Text. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie kann ein Joch sanft sein? Was meint das Joch? Ich will das nicht zu lang machen, aber das Joch in der Bibel ist nicht negativ. Das ist uns eingetrichtert worden wahrscheinlich, dass das Joch negativ ist. Was ist ein Joch? Das nahmen sie aus der Geschichte damals, von Pferden, von Eseln und so weiter. Ich in meinem Alter, wir kennen noch alle Pferde, die wurden dann aufgeschirrt, ein Geschirr aufgelegt. Und hier vorne war so ein Koller, ein Brustkissen. Das war das Joch. Und dieses Joch, wenn das nicht passt, wir haben von Paratore nach Loma Plata viel Baumwolle gefahren. Wenn das Joch gut passte, dann waren die Pferde nicht durchgefahren. Wenn die irgendwie zu falsch waren, dann wehe den Pferden. Oder bei den Reitpferden, der Sattel mit der Satteldecke und Corona und so weiter. Das ist das Joch. Das Joch wird nie aufgelegt, wenn das Tier nicht arbeiten muss. Es geht kein Pferd durch die Fans mit einem Sattel oder mit einem Koller. Das bedeutet, mit anderen Worten, da ist ein Arbeitsziel für ihn. Und jetzt werde ich hier einen Satz sagen, ich hoffe, dass ihr mir haltet. Das Joch ist für den Menschen Schutz und Aufgabe. Einmal Schutz, wenn ich in der Arbeit stehe, dann hat Gott mir das so angepasst, dass die Arbeit leicht ist. Das Joch schützt mich. Das Joch schenkt mir Kraft, dass ich gut ziehen kann. Die Aufgabe ist, dass ich ziehe und dass ich mich jochen lasse. All die guten Menschen in der Kolonie und in der Gemeinde sind Jochmenschen. Den einen passt das besser als dem anderen, der eine brennt irgendwann bald durch, der andere arbeitet länger. Merken wir uns, das Joch ist positiv, das, was Gott, was Jesus hier anbietet. Erst sagt er zu allen Menschen, komm. So, jetzt seid ihr hier und ich will euch einen tiefen Frieden geben und dann werdet ihr eine Verantwortung übernehmen. Denn durch euch will ich mehr Herzen erreichen. Das ist für sie hier das Joch. Meine auch ist sanft, sagt er. Wir jammern vielleicht leicht auf, dass es schwer ist. Ich sage oft, die faulen Menschen stöhnen am meisten, dass es so trock ist. Die arbeitsamen Menschen arbeiten, die vergessen von faul sein. Wenn wir das Joch Christi als eine Würde annehmen, dann ist das Joch leicht. Ich entscheide, ob mir das Joch eine Bürde oder eine Würde ist. Und Gott will das, er würdigt uns in dem Dienst, auch in den Dienst hinein. So, ich will abschließen mit einem Trostwort aus Römer Kapitel 8. Vers 18. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ich lese Hoffnung für alle. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir leiden, nichts ist
verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Einige Gehirnschläge während der Operation, das Ringen nach Luft, ist das nichts? Das will er hier gar nicht sagen. Er will nur sagen, dass die Leiden auf Erden, egal wie schwer sie sind, zu keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit, wo er jetzt ist. Hoffnung für alle schreibt, das ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit. Paulus sagt nicht, dass dies nichts ist, aber so unbeschreiblich ist die Herrlichkeit, wo Martin jetzt ist, dass dies einfach, ich werde mal das Wort, relativ nichts ist. Relativ nichts. Das erleichtert nicht die Schmerzen, aber das gibt Kraft zum Überwinden der Schmerzen, wenn man an diese große Herrlichkeit denkt. Und je mehr Leiden, desto größer die Herrlichkeit. Haben wir nicht Angst vor Leiden? Haben wir nicht Angst vor Krankheit? Bemühen wir uns nur in dieser Beziehung, Weinstock, Rebe, Rebe, Weinstock. Und dann warten wir getrost auf die Stunde, wann der Herr uns ruft. Die Herrlichkeit, die Leiden, die ein Mensch jetzt durchmacht, ist nichts im Vergleich mit dem, was er jetzt hat. Das kann man nicht verstehen, aber da ist eine große Wahrheit drin, dass selig ist, der da glaubt, nicht wahr? Liebe Familie, ihr habt diesen Meilenstein von Vater erlebt, durch wenig Worte, sanftmütig und barmherzig oder auch demütig einen Vater gehabt zu haben. Übernehmt das, verzinst das. Und da werdet ihr merken, eure Generationen werden nur noch mehr wachsen. Das ist Gnade. Nicht alle Arbeiten brauchen viel Reden, braucht verschieden. Ihr habt ihn so erlebt. Preisen wir Gott dafür. Ich will beten. Großer Gott, hier sind wir in der Kirche vor deinem heiligen Angesicht und beten dich an. Du hast uns gelehrt, wie man von Herzen demütig ist und dann durchdringen kann. Das Beispiel haben wir hier, was hier jetzt im Sarge liegt. Hab Dank für diese Lektionen, die die Kinder und darüber hinaus empfangen haben. Du lehrst uns durch Menschen, du lehrst uns durch dein Wort, Herr, demütig und sanftmütig zu sein. Und dann noch dieses deines Wort von Paulus, Herr, all diese Leiden haben keinen Anhaltspunkt zum Vergleichen mit der Herrlichkeit, auf die seine Kinder warten. Schenk Gnade, dass auch die Teilnehmer heute dieses verstehen, was uns erwartet, diese Herrlichkeit, wenn wir mit dir durchhalten. Und segne diese Familie dahin, im Namen Jesu. Amen.
Von guten Mächten treu und still umgeben. Das war auch sein Leben. Und das werden wir besonders dann merken, wenn wir nun das Lebensverzeichnis von Martin hören. Ich lese uns das vor. Aus dem Leben von Martin T. Friesen, 31. August 1939, 20. Januar 2022. Martin Friesen Thiessen wurde seinen Eltern Martin W. Friesen und Elisabeth Friesen, geborene Thiessen, am 31. August 1939 geboren. Er war der älteste Sohn in der Familie. 8 weitere Geschwister folgten, von denen 3 vor ihm gestorben sind. Die Familie Friesen wohnte in Loma Plata und ein Höhepunkt in der Kindheit war die große Überschwemmung 1946, wodurch das Heim größtenteils zerstört wurde. 1947 geschah dann der Umzug mit der Familie gemeinsam mit anderen Familien, um im Südosten der Kolonie bei Hoffnungsau einen Neuanfang zu wagen, vor allem um die Schulbildung für die Kinder zu verbessern. Es war eine kurze Zeit großer Armut, die man dort erlebte und die seine Sparsamkeit und Genügsamkeit für das ganze Leben geprägt hat. Im Oktober 1948 holte Ebenfeld seinen Vater Martin W. Friesen als Lehrer ins Dorf. Die Bewohner des Dorfes waren bildungsfreundlich und wollten den besten Lehrer für sich haben. Seitdem hat er bis zum Tode in diesem Dorf gewohnt. Als in Ebenfeld die Knabenschule, Beginn der höheren Bildung in Menno, geführt wurde, durfte er auch ein Jahr dabei sein. Als 16-Jähriger erlitt Martin einen Unfall, als ein Baumstamm beim Aufladen auf einen Wagen ausrutschte und ihn überrollte. Eine kleine Mulde in der Erde bewirkte, dass er nur Rippenbrüche und einige weiteren Verletzungen erlitt. Er als Jugendlicher fast ein Jahr bettlägerig, weil er an einer starken Tuberkulosis-Infektion erkrankt war. Das
schwächte seinen Körper, aber nicht seinen Willen. Als in Ebenfeld der Chorgesang eingeführt wurde, war er auch mit seinen Jugendfreunden dabei. Er hat auch später noch viele Jahre im Chor mitgesungen. Vor allem liebte er es, mit dem Chor die fröhlichen Sänger zu singen. Martin war sein Leben lang ein leidenschaftlicher Naturliebhaber. Er war gerne in der Natur, beobachtete sie und kannte alle Tiere der Umgebung. Aber er jagte auch leidenschaftlich mit der Flinte oder mit selbstgebauten Pfahlen, mit der er auf dem Südende von Ebenfeld sogar einen Jaguar gefangen hat. Martin war Mitbegründer des Schulvereins in Menno in den 1950er Jahren, wodurch die Vereinsschule entstand, später Zentralschule, dann Colegio Loma Plata. 1961, am 30. Dezember, war er einer der 401 Mitglieder aus Menno, die das Gründerprotokoll der Kooperative Chartitzer Komitee unterschrieben hat. Als 19-Jähriger ließ Martin sich am 18. Mai 1959 auf seinen Glauben an Jesus Christus taufen von seinem Opa Martin Zefriesen, den er sein Leben lang in Ehren hielt. Er hat seinen Glauben nie groß verkündet, aber er hat ihn vorgelebt und war so ein wandelndes Vorbild. Martin arbeitete auf dem Hof seiner Eltern, während die Geschwister studieren konnten. Er machte nähere Bekanntschaft mit der Dorfskameradin Anna Sawatzki. Langsam baute er sein eigenes Heim auf, erstellte die Lehmziegeln und baute das Haus. Dann, am 16. September 1962, heirateten Martin und Anni. Fast 60 Jahre haben sie gemeinsam das Leben gestaltet und gemeistert. Nur einmal sind sie umgezogen auf die gegenüberliegende Straßenseite, weil auf dem Hof die Druckerei war und die Eltern von da wegzogen. Als die Kinder ins Haus kamen, hat er sich sehr bemüht, in der Armut. Dazu gehörte ganz oben an das, was er nicht konnte und doch so gerne wollte: eine solide Schulbildung. Er hat alles geopfert dafür, dass die Kinder einen Beruf erlernen konnten. Dass er nicht das Vorrecht genießen konnte, hat er bis zum Ende immer erwähnt. Aber er war stolz und dankbar, dass Kinder und Enkel seinen Traum in ihrem Leben umsetzten. Das Lebenswerk war die Druckerei. Menno hatte aus dem Ausland in den 1940er Jahren eine Druckerpresse erhalten. Sie stand ein paar Jahre auf dem Hof des Kolonieladens, bis dann der Opa, ältester Martin C. Friesen, und der Vater, Lehrer Martin W. Friesen, den Sohn und Enkel Martin überredeten, das Projekt zu übernehmen. Alles musste von Null aufgebaut werden. Im Sommer 1951 wurde der erste Teil vom Druckerhaus gebaut und die Maschine eingerichtet, bis dann am 19. Januar 1954 die erste Setzarbeit begann. Martin T. Friesen war bald dahinter, heißt es, und er war begeistert für die Arbeit. Er war dann 14 Jahre alt. Er wurde Setzer, Drucker, Buchmacher und vieles mehr. Hat die Zettel für die Kooperative gedruckt, Kontobüchlein, Jahresabrechnungen, Material für die Missionsarbeit bei den Indianern, Butterpapier erstellt und viele Liederbücher, Fibeln und so weiter gemacht. Fast 50 Jahre war er mit der Druckerei Friesen verbunden. Martin war dabei, als Rodeo Trevol in den 1970er Jahren gegründet wurde.
Martin war dabei, als der MSV 1967 aufgebaut wurde. Und sein Interesse an Sport hat die ganze Familie in den Sog der sportlichen Aktivitäten hineingezogen. Bis ins hohe Alter haben die Eltern die Aktivitäten der Familie mit Interesse verfolgt und sie begleitet. 10 Jahre seiner besten Arbeitsjahre hat Martin dem Aufbau der Viehstation Campo Quebracho gewidmet. Er liebte es auch da, in der Natur zu sein, obwohl die Arbeit ihn immer wieder an die Grenzen seiner Kräfte gebracht hat. Nach dem Aufstieg aus der Druckerei hat er sich dann der Viehhaltung in Ebenfeld zugewandt. Unzählige Male ist er zu Pferd mit seinem Nachbarn Peter Friesen, mit dem Motorrad oder später mit der Frau zusammen im Auto zum Ende Dorf gefahren, um nach dem Besten zu sehen. Martin liebte auch das Reisen. Oftmals ist er mit der Familie zum Ausflug gefahren, begleitete Lehrer zum Cerro León und flog zu seinem Bruder nach Kanada. Aber am liebsten war er doch zu Hause bei der Familie, die er sehr mochte. Je älter er wurde, umso öfter fragte er danach, ob und wann die Kinder, Enkel oder auch die Urenkel hinkommen würden. So sind viele Abende auf dem Hof, am Feuer und gemeinsamen Essen unvergesslich für die Familie geworden. Als der Enkel Beato am 8. April 2016 erschossen wurde, hat er gesagt: Ich habe auch einen Schuss abbekommen. Das Ereignis hat ihn sehr zugesetzt und seitdem ging sein Zustand langsam bergab. Er fühlte sich in der Situation völlig hilflos. Was sagt die Familie zum Ehemann, Vater, Opa, Uropa? Einige Gedanken dazu. Als Familie schätzten wir seinen Einsatz, seine Hingabe für die Familie, sein Interesse für jeden Einzelnen, seine Begabungen und Aktivitäten. Er war genügsam, zu genügsam, meinten wir oft. Und oft haben wir gehört, wie er beim Essen sagte: Wenn ich darf, nehme ich noch davon, wenn jemand dort nicht zu viel Arbeit ist. Oder wenn etwas übrig blieb, dann mag ich noch den ganzen Weg davon essen. Er war immer gastfreundlich, egal ob die Familie kam, Freunde oder Fremde. Alle waren willkommen. Er erhielt nicht selten Besuch von seinem ehemaligen indigenen Freund und gab ihnen auch meistens etwas mit auf den Weg. In den letzten Jahren lag ihm viel daran, die alten Jugendfreunde zu treffen bzw. sie zu besuchen. Er war sehr wissbegierig und wir kennen unser Heim nicht anders, als dass da immer Naturzeitschriften und viele Bücher herumlagen, die Kinder und Enkel mit Begeisterung in sich eingezogen haben. Er war meistens ein stiller Mann, bis er alleine mit jemandem ins Gespräch kam. Dann kam seine Begeisterung für vielfältige Themen zum Vorschein. Er hatte Pioniergeist. Wie sonst wäre er bei so vielen Innovationen unserer Gesellschaft dabei gewesen? Er ging aber immer im Schatten anderer. Er diente, aber er ließ anderen die Leiterposten tragen. Das hat sich wohl abgefärbt auf die Familie. Er war sehr interessiert am Dorfgeschehen in Ebenfeld und er beteiligte sich immer an den gemeinsamen Aktivitäten der Dorfgemeinschaft. Und weiter: Opa war humorvoll, witzig und die Enkel liebten es, seine Jagderlebnisse anzuhören.
die er immer wieder zum Besten gab. Vielleicht habe ich das schon erzählt, aber, und dann begann die Geschichte. Er war sehr friedfertig und konfliktscheu. Er war ein Mann, der den Frieden liebte. Wir haben ihn nie schimpfen gehört. Er sagte eher, Kinder, bleibt immer demütig. Er hatte ein weiches und gutmütiges Herz. Konflikten wich er lieber aus, auch wenn es für ihn Nachteile brachte. Er nahm immer lieber in Kauf, Nachteile für sich aufzunehmen, als sich mit jemandem zu streiten, egal worum es ging. Er schaffte es einfach nicht, sein Recht einzufordern. Er vertraute seinen Kindern voll und ganz. Er sagte, ihr wisst, wie ihr euch zu benehmen habt. Und er glaubte uns hundertprozentig, wenn wir ihm etwas anvertrauten. Er stand seinen Kindern voll bei, ohne sie zu verweichlichen. Er lebte seine Autorität nicht durch Gewalt, sondern durch Gradlinigkeit. Wenn es aber um die Kinder ging, dann ging er zu der betreffenden Stelle, um sie zu verteidigen und auch um Recht anzufordern. Er beschützte sie. Er nahm jeden von uns als Familienmitglied an, ohne Unterschiede zu machen. Er verurteilte nie jemanden. Er liebte die ganze Familie, Kinder und Enkel sehr. Er half uns, selbstständig zu werden. Er ließ uns los und darum kamen alle immer gerne nach Hause. Er machte uns Mut, in der Gemeinschaft verwurzelt zu werden, weil er es sah, dass es für das Wohlbefinden seiner Nachkommen langfristig sinnvoll war. Die Stärken des Einzelnen wurden gefördert. Dass einige Philister, in Anführungszeichen, in seine Familie kamen, hat er nie richtig kommentiert. Er nahm es an. Er fuhr ja auch schon als junger Jugendlicher mit einem Fahrrad vollgepackt mit Papier nach Philadelphia, um bei der Familie Siemens in der Druckerei die Blätter zu lochen. Der Neugier der Kinder in dem Haus war er schutzlos ausgeliefert, wie er oftmals bekannt hat. Die Familie lag ihm sehr am Herzen, je älter, umso mehr. Er freute sich über jeden Besuch und er bedankte sich immer sehr herzlich, auch wenn er oftmals nicht einmal erzählt hatte. Er liebte Umarmungen, aber er gab nie eine, weil er es nicht gelernt hatte. Er war gottesfürchtig, nicht mit Worten, sondern durch sein Leben. Und weiter, sein größter Reichtum war die Großfamilie und er liebte gemeinsame Asados unter dem Lapacho-Baum auf dem eigenen Hof. Er hat vielen geholfen, die Träume zu erreichen, Geschwister und Nachkommen und die eigenen zurückgesteckt. Fati war sehr abhängig von seiner Frau, die ihm eine sehr starke Stütze gewesen ist. Sie hat das Haus bestellt, hat auf dem Feld geholfen, hat ihm Beistand geleistet, vor allem die letzten Jahre, als er immer schwächer wurde. Wir danken Gott, dass sein inniger Wunsch, bis zum Lebensende zu Hause wohnen bleiben zu können, erfüllt wurde. Am letzten Sonntag hat er noch wieder einmal gesagt, ich werde wohl bald sterben. Am späten Abend hatte er dann einen Schwächeanfall und nach längerer Bewusstlosigkeit richtete er sich wieder auf. Am Montag fiel er wieder einmal hin und brach sich die Kugel vom Hüftgelenk.
Er wurde ins Hospital eingeliefert, am Dienstag operiert. Nach der Operation erlitt er zweimal einen Hirnschlag mit Herzstillstand. Zweimal musste er wiederbelebt werden. Sein Zustand verschlechterte sich. Er erwachte nicht mehr nach der OP. Und langsam beruhigte er sich, bis er dann am Donnerstagmorgen 4.50 Uhr ganz ruhig seinen Lebensodem aushauchte. Er ist angekommen, wo er schon länger hin wollte. Wir gönnen ihm die Ruhe in der ewigen Heimat. Herzlich bedanken wir uns für die selbstlose Hingabe des Krankenhauspersonals, die alle Mittel einsetzten, um dem Ehemann, Vater, Opa und Uropa Beistand zu leisten. Gott vergelte es euch. Vielen Dank auch für die vielen Dienste zur Vorbereitung und Durchführung der Abschiedsfeier sowie für die herzlichen Beileidsbekundungen. In dankbarer Erinnerung Anni Friesen und die Großfamilie Friesen. Wir haben das Lebenszeugnis gehört von Martin. Und wenn wir das so gehört haben, denke ich, dann können wir alle mit innigster Überzeugung das Lied 436 gemeinsam singen. Lied 436, selig in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Das ist das, was Martin uns vermittelt hat. 436. Wir singen das Lied gemeinsam.
liebe Familie Friesen, das ist das, was wir euch wünschen, dass Gott euch trägt und wir wissen, er wird uns nicht verlassen. Mit diesem Lied, mit diesem Zuspruch wollen wir den Teil hier in der Kirche abschließen. Wir laden ein, gleich wenn der Sarg einmal rausgebracht worden ist, einen letzten Abschied zu nehmen. Und dann sind auch alle ganz herzlich zum Friedhof eingeladen, um dort Martin zu bestatten und auch um die Familie zu begleiten. Bitte schön. Nur zur Anmerkung, man wird anweisen, wie man vorbeigehen kann.